Ding ist halt, das ist ein 6KU, ne? Echt? Ja. Es schockt die meisten voll, ne? Also keiner denkt, dass das ein 6KU ist. Ja, ich bin Ruben. Das ist mein 6KU-Bike, also beziehungsweise 6KU-Rahmen, den ich so ein bisschen umgebaut habe. Damals irgendwie, ich glaube, mein erstes Fixie gewesen. Für 300 Euro oder so habe ich das geholt und ja, dann nach und nach die Teile so ausgetauscht, bis es halt gepasst hat. Also ich bin mit meinem Vater früher schon immer so Rad gefahren. Der hat mich so ein bisschen zum Rennradfahren so gebracht, aber ich bin nie so richtig reingegangen. Bin ab und zu mal gefahren, auch nicht richtig mit Klicks und so. Und dann irgendwann kam Lukas auf mich zu. Ein Kumpel meinte, hier ratzfatz Kurier fahren, hast du da nicht mal Bock drauf? So, ich mache das gerade, das ist der geilste Job überhaupt. Und da bin ich dann so ein bisschen mit Lukas reingestellt. Wir sind zum Etikett nach Hamburg gefahren, haben das da gerockt und von da an war ich richtig angefixt. Jedes Etikett mitgenommen gefühlt. Ein Etikett ist quasi so ein Kurierrennen, Schnitzeljagdmäßig in der Stadt mit verschiedenen Checkpoints und die muss man abklappern, teilweise Aufgaben erfüllen, teilweise kriegt man auch nur einen Stempel oder muss ein Foto machen an einem bestimmten Punkt und das halt möglichst schnell durch die Stadt. Ja. Das Bike liegt mir irgendwie so krass am Herzen. Das fahre ich jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren. Hat einiges gesehen, hat einiges miterlebt. Hinterrad habe ich selber eingespeicht, eine Agent Sun SL42 Felge mit einer Mieke-Narbe. War mein erstes Laufrad, was ich damals eingespeicht habe. Hier sogar noch mit Einspeichfehler, mit falscher Kreuzung. Diese. Und ja, sonst der Rest ist relativ wild zusammengebastelt. Ich glaube, den Sattel habe ich mal von einem Rennrad abgeschraubt, weil der super gemütlich ist. Den mag ich irgendwie sau gerne. Sally Italia sowieso beste. Ja, die Omnium hatte ich, glaube ich, ursprünglich für ein Bahnrad gedacht. Das habe ich dann aber irgendwie doch nicht aufgebaut und dann habe ich es in das gefittet und bin ziemlich happy damit. Ich finde, das passt gut rein. Ich fahre die Omnium-Kurbel sowieso ziemlich gerne. Ist auch ein bisschen overhyped, die Kurbel, aber ich weiß nicht, irgendwie trotzdem die schönste Kurbel, schönste Track-Kurbel, die es so gibt, ne? Das ist schon. Achso, mit dem Fahrrad fahre ich eigentlich so die meisten Etiketts, Kurier, allgemein auch so in der Stadt unterwegs. Das ist so der Hobel, der mich eigentlich am meisten begleitet. Also mit dem fahre ich, ja, wie gesagt, jetzt schon richtig lange rum. Das hat irgendwie für mich richtig Seele, das Fahrrad. Ist auch ein sauschweres Ding, also der Rahmen ist ein 6KU-Rahmen. Nichts wirklich konifiziertes, super stabil, aber eine coole Geo. Ich weiß nicht, ich liebe das Rad einfach. Es ist richtig ans Herz gewachsen mittlerweile. Wir sind hier gerade in Hannover Innenstadt, im Kallenberger Loch. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Aber ja, ich meine, ich fahre das Rad in der Stadt am meisten so hier kurz vor der Lindenhut. Ich habe mir die Hand gebrochen auf dem Rad zum Beispiel. Mehrfach die Hand hier gebrochen. Bei Wheelie-Versuchen schön mit Klicks noch eingeklickt gewesen und nach hinten abgegangen. DMFK letztes Jahr, nee, die letzte DMFK auf jeden Fall. Deutsche Kuriermeisterschaft in Duisburg war das. Da bin ich mit dem Hobel beim Bergsprint erster Platz geworden. Damals tatsächlich aber noch mit dem, also auch mit dem Lenker, aber da war der noch ungekattet, super breit, also wirklich so ein Ding, ordentlicher Hebel und richtig steiles Ding und ich habe das irgendwie mit dem Gang wegdrücken können. Lags sind die Engine.